What's up, everybody? Ich wollte heute einen Fall vorstellen, einen Patient mit Atemnot, akutes Atemnot, wurde bekannt, kam in ein Krankenhaus mit der Diagnostik exacerbierte COPD, von Notaufnahme ist auf die Intensivstation gekommen, da im Rahmen von Diagnostik wurde ein Pneumothorax entdeckt, spontan Pneumothorax, kein Trauma. Ich wollte jetzt mal ein Röntgenbild zeigen. Das Röntgenbild sieht so aus. Man sieht rechts ein Bild. Rechts, also linke Lunge, rechts ein Bild. Einen zusammengefallenen Lungenflügel. So, hier, man sieht mal hier diese Linie. Und man sieht mit der Luft daneben, das Luft ist hier, so schwarz. Es ist jetzt da so wie ein Mantelpneumothorax links. Unterlappen ist hier kollabiert. Mediastinum scheint noch mittelständig zu sein, trotzdem hier ist jetzt ein Thoraxdrainage in vollem Besonderes, weil der Patient klagt jetzt über akutes Atemnot. Und dann würden wir uns ein Thoraxdrainage legen.